So, was ist denn jetzt los? Ich lese nur Aufregung, Aufregung. Morgen gibt es eine neue Show mit dir. Kebekus heißt die, läuft bei 1 Festival. Ja. Ihr habt für die Show ein Video gedreht und das wurde rauszensiert. Ja, wir haben ein kleines Imagevideo für die Kirche gedreht, damit wieder mehr Leute in die Kirche gehen. Das war natürlich lustig gemeint. Und die Sendung war auch schon lange abgenommen. Du kennst das ja. Einen Tag bevor die Sendung ausgestrahlt wird, guckt man noch mal drüber. Ja. Es war natürlich seit 3 Wochen ungefähr abgenommen. Und jetzt ist aber dem WDR aufgefallen, so jung wollen wir auch nicht werden. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch die letzte Sendung aus dieser Reihe bleiben. Weil die wird dann morgen ein bisschen verstümmelt gesendet, leider. Ach. Ja. Und du findest das gut oder was? Nee, ich finde das scheiße. Ja. Deswegen bleibt es ja die letzte Sendung. Gibt es da keinen Chef bei so einem Sender, wo man hingeht und sagt, hör mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ja, den gibt's. Da sollte man mal hingehen und den mal auf den Tisch. Ist das nicht Tom Buro? Nee, der ist doch jetzt ganz neu. Der Tom Buro ist doch der neue WDR-Chef. Zu dem musst du hingehen. Die erste Amtshandlung von Tom Buro ist, hier Freiheit für die Kunst zu fordern. Ja, oder es ist wie bei so einem Löwen, der so ein neues Rudel übernimmt, der tötet erstmal alle Welpen, weißt du? Wir schauen uns mal den Ausschnitt an aus diesem Video. Ja, von eine meiner neuen Combo, Jesus Unit, Mann. Jesus Unit? Jesus Unit. Jesus Unit. Und das Video heißt Dank dem Herrn. Wer hat das gerade gesagt? Mein Gott hinterfragt. Das ist nicht drin, das für mich, glaub ich, bin. Bei Gott geht der Punk ab, weil nur er den Funk hat. Jesus ist der Shit und wer das, ich glaub, der kackt ab. Jesus Christus, so riesig wie ein Airbus. Gebt mich nur ihm hin, weil ich seine Bitch bin. Er ist eine Bank, nur für ihn zieh ich blank. Hier kommt Gottes Wille, keiner frisst die Pille. Weiter Neid auf mein Kreuz mit Bling Bling. Check das ab, ich danke dem Herrn, denn er weiß, ja, ich will's. Vergebung und jede Menge Skills. Ich danke dem Herrn, ich danke dem Herrn. Nun klatscht in die Hände, dank dem Herrn. 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 Kann man das nennen? Oder? Jetzt kann man sich das, wenn man sich das ganz angucken will, leider nur auf meinem YouTube-Kanal angucken. Ja, sonst das ist ja immerhin etwas. Das ist etwas. Ja, es ist und nicht hier haben wir es gerade gesehen. Ja. Was ist denn jetzt daran so schlimm? Keine Ahnung. War doch gut. Da kommt noch ein nächster Teil, wo ich als Messdiener bin, verkleidet bin. Haben wir den auch noch? Vielleicht ist... Mir hat der fast noch besser gefallen. Da bist du als Messdiener, als kleiner Junge. Und ich habe mich im ersten Moment gar nicht erkannt. Ich habe gedacht, guck mal, das ist ein kleiner Junge. Ja, das bin ich. Ja, wir haben mich so von oben gefilmt, deswegen sehe ich so klein aus. Haben wir den Ausschnitt? Haben wir? Ja, zeigen wir nochmal, der zweite Teil vom Video. Achtung. Danke für meine goldene Kette, danke für meine Jungfräulichkeit. Danke, dass ich an jedem Tage trage das gleiche Kleid. Ich bin der Knecht hier im Gotteshaus. Wenn du das Wein willst, ich gebe es dir aus. Sonst muss ich clean. Zeremonien. Dabei bin ich privat hier wie Charlie Sheen. Doch wenn ich das Gotteshaus einmal betrete, da werd ich fast selber zu einem Prophet. Eine Eisenrallye hab ich und du nicht, denn ich bin Pastors Liebling, der mit Gott spricht. Drum schließe ich uns an, die Gemeinschaft ist stark. Eine Mitgliedschaft reichte bis in den Saal. Ich danke dir, Herr, denn ich bin dabei bei der Aftershow-Party in der Sakristei. Ich danke dem Herrn, ich danke dem Herrn. Nun klatscht in die Hände, dank dem Herrn. Ja. Jetzt haben wir es doch gezeigt. Yes. So, hier können Sie es sehen. Bei uns keine Zensur. Ja, beim WDR ist das natürlich ein bisschen anders. Hier, das ist deine aktuelle CD, die Live-CD. Pussy-Terror heißt dein Album. Und da bist du so noch mit auf Tour. Und demnächst nicht vergessen, hier die Aufzeichnung für die Fernsehshow. Oder übermorgen bin ich in München, Oktober. Auch unzensiert. In Köln auch und in München. In München. Ja. Du sagst München, ich verstehe Köln. Ja, das ist schon ganz schön. Ja, übermorgen in München, genau. Und morgen kommt die Sendung, in der dieses geile Video nicht drin ist. Ja, brauchen Sie nicht gucken. Ja. Ist völlig verstümmelt. Ich möchte mich von dieser Sendung distanzieren. Ah, echt so? Wenn du sowas sagst, gibt's dann nicht, ist dann nicht die Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk und der ARD auf immer belastet? Ach, echt? Ja. Das tut mir jetzt leid. Ja, wir hatten eigentlich vor, mehrere Sendungen zu machen, aber jetzt bleibt es natürlich bei der einen, ne? Echt? Ja. Nur weil die das Video nicht zeigen? Ja klar, ist doch jetzt total auseinandergeschnitten, total. Ich habe gesagt, dann zeig doch Amigos anstatt dem.
Video. Amigos? Ja, Amigos. Kennst du nicht die Amigos? Ich dachte erst, das wäre eine Satire. Das sind so zwei so Schlagerfuzzis. Ja, die kenne ich. Ja, ja, die Amigos. Die können doch dann Amigos stattdessen zeigen. Ach, die, mit den Schlagers waren die nicht mal bei uns zu Gast hier? Habt ihr die nicht mal gehabt? Die waren doch mal bei uns, oder? Die haben hier gesungen, irgendwie sowas. Also das Video auf YouTube. Bei meinem Kanal. Das geht noch länger, das Video. Das geht, ja, noch, geht super lang, noch ja. Ein Stück dran. MC René da kommt ist noch dabei. MC René als Pastor. Ja. Ja, ist da alles drin. Keine Ahnung, warum niemand was dagegen hat. So, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, toll, dass toll, du mein Video gezeigt hast. Ja, bitteschön. Yeah. Und genau, in Essen zeichnen wir auf. Kommt alle vorbei. Alles klar. Vielen Dank, Caroline Kebekus. Dankeschön. Und wir hatten alles vom Flohmarkt, Mann. Bei uns hat es gestunken zu Hause. Weil mein Vater keinen Bock hatte, eine neue Waschmaschine oder so zu kaufen im Laden. Da hat er lieber selber aus einem Dildo und einem Kofferradio irgendwas zusammengelötet. Weil das war ihm zu teuer. Und ich hatte sogar meine Spielsachen, ne? Alle meine Spielsachen vom Flohmarkt. Sogar meine Barbies, alle vom Flohmarkt. Die hießen noch nicht Barbie. Die hießen noch nicht mal Petra, Mann. Und die Mädchen wissen, für eine Petra bist du im Kindergarten schon voll geschubst worden, ey. Nee, das ist ja eine Petra. Und dann bist du mit dem Gesicht in den Sandkasten so. Und dann so hochgekommen. Aber meine hießen nicht Petra. Meine Barbies hießen Olga, Mann.